Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Star Trucker. Ja, ich hatte jetzt mal ein bisschen TSW-5 Auszeit. Jetzt ist mal wieder Zeit, wieder mit einem LKW unterwegs zu sein. Und ich habe ja gesagt, ich schaue mal das an, wie das ist mit den zwei Anhängern. Es ist jetzt nicht so, dass man hier zwei unterschiedliche Aufträge annehmen kann und die hintereinander kuppeln kann. Ich habe es versucht. Sondern es sind halt dedizierte Aufträge mit zwei Anhängern. Und so einen habe ich mir jetzt hier in Atlas Prime geholt. Wir haben Schrott und was war das andere? Mal nachgucken. Nylonstoffe. Und die müssen wir nach Parity bringen, wo wir ja auch diesen Auftrag haben von Red Eddy mit diesem Dämpfereinbau. Mit dem Burger-Symbol. Gut, das erstmal zu der Aufgabe. Da oben ist Portal. Ich würde sagen, wir fliegen da mal hin und mal sehen, wie das so ist mit doppelter Fracht hinten dran. Also ich würde mal sagen, wir beschleunigen wesentlich langsamer schon. Ich glaube, ich möchte vielleicht eine seitliche Kamera. Und dann düsen wir da mal rauf. Sieht ja gut aus. Endziel dann drei Wagen hinten dran. Um dreifach die Ladung zu zerstören. Ey, das sieht nach Stau aus. Jo. So, Kollegen, macht's mal einen Express hier. Ich habe aber auch im Steam-Forum ein bisschen nachgelesen, da wird schon drüber diskutiert, über dieses Feature. Dass es doch eigentlich ganz nett wäre, wenn man hier mit den Doppelanhänger auch unterschiedliche Aufträge annehmen könnte. Und die Entwickler, die zweieinhalb, wie sie es selber gesagt haben, haben sich auch gemeldet. Und haben gesagt, demnächst kommt ein Patch. Die To-Do-Liste ist lange. Und das wollen sie jetzt in unterschiedlichen Phasen machen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Und vor allem, sie hätten gemeint, sie schauen sich diesen... Welcome to Purity. This is an automated inspection checkpoint. Please be patient while we check for compliance with local regulations. Sollte eigentlich alles passen. Gut, sehr happy. Thank you for your time. You are clear to proceed. Dankeschön. Have a safe trip. Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, eben. Dieser Hooter-Support soll kommen. Ich glaube in Phase 2. Und auch Custom Radius und Co. Aber da müssen wir uns einfach ein bisschen gedulden. Es sind halt 2 bis 3 Leute hier, die in dem nur arbeiten. Aber ich bin guter Dinge, dass das Spiel immer weiter ausgebaut wird. Mir macht Spaß. So, wir müssen irgendwo da rechts rüber. Boah, die zwei Hänger ziehen wir mal voll weg. Man wird aufpassen mit Kurven. Kollege, wo bist denn du hin? Geh mal weg da. Ey, nee, nee, immer diese Sonntagsfahrer hier. Auch noch schlafen beim Fahren. Bitte sag mir, dass ich dort mal einfach gerade reinfahren muss. Kann es noch nicht so ganz ausmachen, aber es sieht, ja, das sieht noch gerade reinfahren aus. Also ich muss schon sagen, in der Kurve spürt man es, dass man hinten ein bisschen mehr hat. Da ist eine Dreier-Variante. Siddeley. Wir wären da. 1170. Sehr gut.
Ach man, echt jetzt? Für die paar Punkte? Naja, gut, was soll's. So, ab zur nächsten Mission. Müssten wir Red Eddie irgendwo da oben. Da unten. Okay, einmal ausrichten. Kriegt er jedes Mal so ein komisches Gefühl, wenn ich da mit dem Traktor diese Drehung mache. Okay, einmal über der Station. Red Eddie calling for Lucky J. You around, Lucky? Yes. I'm meeting some friends in Spark City later. Wanna join us for a little R&R? You don't? I guess it's hard to get clearance these days without EMP shielding. You see, the DIV EMP? Won't let you travel those sectors without knowing your truck can handle it. Guess it's because your rig would be non-stop short circuits without functioning shock pods. Problem is, okay. There's been a stock shortage around these parts for a while now. You're not gonna find any brand new box fresh pods anytime soon. But if you don't mind second hand, I might know someone who can help. Ja. Trucker going by the handle Moon Baby. Okay. You've no doubt met her on your travels. She spends more time scavenging the junk fields than she does hauling loads. So if anyone knows where to find some pods, it's her. Okay, das heißt, wir müssen nach Junkfields. Da werden wir aber nicht einfach leer hinfahren. Auftragsbörse. Börsenshop. Sollen wir vielleicht. Was sagen eigentlich die Finanzen momentan? 3976. Ja, wisst ihr was? Nachdem der Shop jetzt gerade mal da ist, müssen wir dann mal schnell runter. Ohne dass wir die Antenne dabei knutschen. So, bremsen. Ups, das ist jetzt ein bisschen zu tief. Kamera-Action. So, das wäre das Tor. Rückwärts bitte. Sehr gut, das sieht gut aus. Oh, komm. Perfekt. So, was haben wir denn im Angebot? Arzneimittel, minus 16%. Antidepressiva. Multivitamine nehmen wir mit. Und dann Elektronik, minus 3% nur. Chemikalien, plus 24%. Was haben wir das alles mit? Nö. Alle sind wert. Und das brauche ich sowieso noch. Hartschalencontainer. Noch ein mit dazu. Den hätte ich gern. So, das passt eigentlich alles. Okay, Adel bestätigen. Besten Dank. Hey, ich habe jetzt noch so einen Container. Das kann ich. Warte mal. Nachdem der eine andere Farbe hat, kann ich das dann gerade so für Handelswaren nutzen. So. Gut, einmal runter. Neues, 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 neues. Auch wenn ihr viel zu viel Geld dafür verlangt. Voll die Abzocke. Okay, Abmarsch. So, einmal zur Auftragsbörse.
So, bremsen. Oh, wir sind ganz schön tief. Oh, ich denke, das passt schon noch. Nice. Sidre, haben wir gerade was für Chunkfields? Heaviness, Parity. Ach, das wäre von Tanktown nach Parity. Medusa 6 nach Parity. Parity nach Heaven's Rest. Das, da kriege ich 4000. Heaven's Rest. Wo ist das? Wo ist das? Ach, das ist da oben. $4000 und dann da so hin und her. Oder zuerst diesen Auftrag. Nee, ich glaube, ich gehe erstmal Chunkfields, weil dann hat sie vermutlich einen Auftrag für mich und hol mir das. So. Und dann fliege ich halt da mal solo hin. Okay. Liebe Leute, wir machen erstmal einen kleinen Zeitsprung. Wenn was Interessantes passiert, dann seht ihr es. Ansonsten sehen wir uns dann in Chunkfields wieder. Bis gleich. Und wir sind jetzt gleich in Chunkfields. So, da haben wir auch schon den Marker. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Ich habe eine kleine Kontrolle gehabt, da war nichts und... Bei der letzten Welt war ich mal ganz kurz im Shop drin, hab zwei Kanister Benzin gekauft und die Chemikalien verkauft mit Gewinn. Ja, das war's und jetzt bin ich hier. Alter, hier ist immer so viel Schrott. Aber vielleicht finden wir bei Gelegenheit wieder was zum Einsammeln. Man weiß ja nie. Ich glaube ja, hier ist mal irgendwas richtig fett explodiert. Et Planet! So, hier drin. Well, if it is a lucky day. Glad you made it. Now, if you're not too superstitious, like most other folks around here, you interested in making some cash? Ja. Now that's what I like to hear. Head on over to these coordinates in Shatterstone. I'll explain on the way. Shatterstone? So. Warte mal, warte. Oh, das ist ganz da hinten. Tanktown, Red Soak, Darkside, Shatterstone. Okay. Here's the lowdown on this kid. Ja? Geht los? Maldoon Outpost put out a call for extra pirate a little while ago. Okay. Not exactly the norm, but it happens from time to time. You know, if logistics break down or when there's a big spike in demand. And when that happens, they need some helping hands to fulfill orders. Howdy, okay. LJ. Red gave me a heads up you'd be heading this way. Said you're looking for some shock pods? Well, I'm pretty sure I saw some around these parts the other day. Now, let me see. Ah, here. Try these coordinates. Just be careful out there. Really rupture your hull while exploring this neck of the galaxy. Ja, ich hab's bemerkt. Okay, also wir müssen den Dämpfer hier effektiv selber suchen. Bau die Dämpfer in den Chakren. 3 Stück. Ich dachte, das wäre nur ein Teil. Aber okay, dann machen wir hier mal die Wände. Es ist alles einigermaßen gleich weit weg, wobei das da links unten ist am nächsten. Der Marker ist ja direkt bei diesem Trümmerstück. So. Shoot. Looks like it's just junk. Sorry, Lucky.
I must have been mistaken about this location. But yeah. I'm sure you'll have better luck at one of the other spots. Oder sagst, ich brauch 3 und ich hab nur noch 2 Marke. Aber gut, dann gehen wir mal nach da oben. Das ist ein bisschen näher. Gut, das ist die Werkstatt. Aber ich hab kein Geld. Wäre nicht so viel besser gesagt. Okay, wo genau muss ich hin? Wenn die nicht dagegen dengeln, dann geh. Das schaut gut aus. What's that? An abandoned container? I know it ain't what you're looking for, but it might still be worth grabbing. Containers like that can save a whole lot of back and forth when you're hunting for salvage. Sometimes they've even got gold inside. Well, ja, jetzt ist die Frage, kann ich da ein bisschen weiter runter? Weil ich möchte so nah wie möglich an die Luke da rankommen. Dass er nicht so viel fliegen muss. Okay, ich glaube, das passt. Gut, aufsteigen. Dann schauen wir doch mal. Wobei, soll ich mal... Ich nehme das schon mal mit nach oben, für irgendwelches Kleingedöns. So, du kannst mal... Ernsthaft... Ich habe meine Hülle schon wieder kaputt gemacht. Oh, ne. Ja. Auch nicht? Ja, muss ich noch meinem Chuck nachsehen. Oh, das sind überhaupt Koffer. Ja, geil. Mitnehmen. Ich will die Dinge haben. Ah, jetzt hätte ich mir das sparen können mit dem Kaufen. Okay. Und wieder raus. Shit, Orientierung da. Geil, 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 geil. Perfekt. Stell dich mal dahin. So was du kannst, du erstmal nach unten. Geh ja überhaupt nicht grob mit dem Zeug so. Zuerst die Dinger da. Wobei, warte mal, was ist? Es ist leer. Da könnte man ja die Teile da reintun. So theoretisch, wenn es reinpasst. Luftfilter. So. Kann ich, kann ich, kann ich? Yes. Macht eigentlich generell Sinn, solche Teile damit rauszunehmen, ne? Will ich dich noch mitnehmen? Bist du ein... Bist du irgendwas? Nee. Da oben. Ne, Battery! Ja, damit. Energiezelle. Da ist die Schachtel. 250. 200er. So, schließen. Rein in den Truck. Okay. Ausziehen. Was haben wir jetzt hier alles für geilen... Du, da ist schon mal nichts drin. die Kiste mache ich mal dahin. Was habe ich jetzt da drin gehabt? Da ist auch nichts drin. Machen wir die leeren mal ganz nach links. So.
Da glaube ich war eher der Luftfilter drin. So, aber ich habe ja schon eine Kiste mit Batterien. So, du kommst raus. Dankeschön. Batterien hier unten rein. Was haben wir da drin? Ah, da haben wir die Sachen drin. Das was? Luftfilter kommt da rein zum anderen. Dann machen wir das mal da oben rein. Das da rein. Und dann fehlt noch die andere Kiste. Was gibt's bei dir so? Wieder ganz viel nix, aber immerhin eine Kiste. Ja, eine Kiste nach da oben. Geil, jetzt habe ich schon 6 Kisten. Und was willst du? Kaplan öffnen. Ach so. Da kommen dann die Dämpfer rein. Alles klar. Gut, letzter Checkpoint. Wie schauen wir aus? Kann ich? Wo muss ich denn hin? Ach, da oben. Ja, ja, alles gut. Versuche noch meinen Chuck nicht kaputt zu machen. Und am besten nicht gegen dieses fette irgendwas dagegen zu knallen. Ah, muss sagen, ist mal eine nette Abwechslung. So, was haben wir hier? Bingo! I knew I'd seen shock pods around here somewhere. Go grab them and bring them back to your rig. Should slot nicely into their little spot on the lower deck. Once they're installed, your rig should have no trouble dealing with electrical storms. Okay. Und wir werden das jetzt so machen. Wir nehmen die Kiste mit. Dann sollte das alles ein bisschen schneller gehen. Irgendwie zuckt das Spiel heute so komisch. So, mitnehmen. Zumachen. Raus. Oh shit, da haben wir auch eine größere Kiste mit dabei. Aber immerhin die 3 Absorber da. Mal, kannst du bitte nicht wegfliegen? Dankeschön. Okay, Kiste. Dankeschön. Stell euch mal vor, man hätte jetzt da irgendwie sowas drin mit Überfall und so. Du wirst genau in dem Moment überfallen, wo du das hier machst. Bist du? Ach doch. So, komm, mach rein. Mach das rein. Okay, mitnehmen. Direkt rein hier. Ah, wenn du funktionierende Dämpfer eingebaut hast, kannst du die... Ja, okay, ist klar. Das System schützt vor den Dark Collector Schirm Überladung. Das ist auch klar. Denk daran, durchgebrannte Dämpfer zu ersetzen. Also das ist ein Teil, was wir regelmäßig austauschen müssen. Gut. Oh, eine Sache ist noch draußen. Mitnehmen. Ich hoffe mal nicht, es ist dann so, dass jedes Mal, wenn wir da so einen EMP-Stoß kriegen, dass dann ein dieser Dämpfer durchbrennt. Okay. Was hätten wir?
genau ist das jetzt? Also, einfach nur ein Pappkarton. Okay, wir haben ein Pappkarton gerettet. Kann man bestimmt für irgendwas verkaufen. 10 Dollar oder so. So, die Dämpfer. Okay. Nummer 2. Nummer 3. Oh no. This is GB from the... My goodness. Were you reading the mail on us, GB? Well, it's been a slow day here at the office. So is Lucky got functioning shock pods and shielding now? Sure does. I'll vouch for him. Well, then I guess congratulations are in order. LJ, you've officially earned jump gate clearance to the Middle Colony. Ja, danke schön. Geil. 3, 4, 5, 6 neue Orte. Oh, das ist das Gebiet da unten. Oh, ist das da eigentlich nur One Way da unten? Hm. Das da oben ist auch noch One Way. Ja, gut. Just be sure to keep an eye on your whole charge when passing through those sectors. Ma'am, you don't make me feel old. Anyway, I should get back to monitoring the airwaves. This is GV, over and out. Well now, ain't that swell. Guess you'll be heading to Spark City soon then. Wish I could join y'all, but I've got a job I need to be getting on with. Be sure to say hi to Red for me, and don't let the party get too crazy, alright? Moon Baby out. Ja, vielen Dank für die Hilfe. So, was haben wir jetzt hier? Auf die Pauke hauen. Begib dich auf Spark City und folge Nord Tobis, die Spa in Star Grill. Aber wir hatten doch jetzt noch diesen anderen Auftrag da bekommen. Wir haben einen Dämpfer aktiviert, kann Red Eddie jetzt nicht mehr. Begib dich nach Spark City, geht die Party los. So, okay, er ist dreifach ausgebrochen und braucht Hilfe von jemandem mit Feingefühl, dem sie vertrauen kann. Das wäre das mit Darkseid. Melden Ausbussen braucht eine letzte Lieferung von Pyrit, dass du für. Nun, weil wir in Shatterstone besorgen, so ist ein Shatterstone. Also von Shatterstone nach Melden. Karte, Shatterstone. Hä? Wo ist Melden? Bei dem Moonbaby nach Shatterstone, Ziele. Okay, dann würde ich sagen. Andererseits, Spark City wäre jetzt auf dem Weg mit der Party. Soll ich einen Auftrag mitnehmen oder nicht? Smith Starbucks. Ja, wisst ihr was? Wir fliegen dann zur Star City und holen uns von dort einen Auftrag. Und dann geht's weiter nach Shatterstone. Und wie ich mein Glück kenne, wenn den Spark sieht er das erste Mal das Lichtstern angehen. Und einer dieser Dämpfer wäre dann schon mal kaputt. Finde ich dann super, dass die Dinger selten sind. Ich glaube, die habe ich auch bis jetzt im Shop noch nicht gesehen. Aber andererseits kann es auch sein, dass die ausgeblendet bleiben, bis die halt freigeschaltet sind. Trümmertechnisch scheint es gerade ein guter Pfad zu sein. Ups, da sind wieder welche. Sehr gut. Eine neue Stadt oder Welt, wie auch immer. Ois. Oh, krass.
Das sieht ja mal geil aus. Ja, krass. Okay, hier ist alles gestört. Gut. Ja, muss ich jetzt die Schilde runter machen? Das ist jetzt wieder normal. Ich glaube, es geht momentan. Aber es sieht mega geil aus. Ja, krass. Ich brauche mal so einen Quickshot-Modus hier. Spark City, Astro Fuel, New Aspen. Und da ist der Autogrill. Oh, bitte lass uns mal aussteigen. Das wäre schön. Sehe. Warnung, Trümmer. Ich glaube, wir haben hier noch ganz andere Probleme. Muss ich da effektiv andocken? Also es hat so Docking Ports da. Ja. Look, pal, I can't let you dock without a proper password. Then you roll. Ernsthaft? Give us your best guy. Nope. Try again. It's still wrong. You got one more. Come on, Tommy. Give him a break, will ya? I'll set out one, Eddie. Yeah, I know. Plenty of time for that once Lucky's docked. Alright, alright. Permissions granted. Ja, danke. Wo genau muss ich jetzt andocken? Ach, da hinten. Lass mich raten, das wird nur so ein Shop-Interface sein. Oder kommen jetzt Schlafmechaniken mit dazu? Ah, das wäre fies. Ich sollte die Kamera nutzen. Ich bin halt mal wieder total schief dran. Bremsen, bremsen. Aber solange er mich da andocken lässt, ist ja alles okay. Ja, ah jetzt. Nein, doch. Das war ja mal eine sehr intensive Party. Mach mal eins. Yeah, we've all learned that lesson the hard way over the years. In any case, last night was definitely a blast. But you, my friend, were a handful. In fact, I noticed some graffiti near where your rig is parked. Was? Now, I'm not saying it was you, but someone's got to clean it up before Tommy notices. I mean, I would, but I'm already at the gas station topping up for a long haul. Yeah. Scrub though, right? Du Arsch. 44. Jetzt darf ich Graffitis aber machen gehen. Mann, ey. Das ist vermutlich mein Einstand jetzt in die Gruppe hier. Dann halt nicht. Dann docke ich halt ab, wenn es sein muss. So, hier. Was, the ghosts are real? Moonbaby. Ah, Mann. Danke, liebe Freunde.
frage mich aber ehrlich gesagt, wie mache ich das aber? Ich habe gerade kein Putzmittel. Ich fliege jetzt einfach mal hin. Ihr sagt mir, ich brauche nichts dafür. Ah ja, okay. Sehr gut. Das ist so dämlich. Aber witzig. Jetzt könnte es ein Horrorspiel werden. Okay, weg hier. Sidalem, eins fehlt noch. Noch mehr ausrichten. Ich neige dazu, den Kopf zu drehen, wenn wir da so schief sind. Hoffentlich kommt noch mal eine Vision, wo wir uns da ein bisschen revanchieren können für das. So, ran da. Okay. Wäre ja erledigt und jetzt sollte man dann langsam mal wieder was Neues machen. Oh, warte mal. Ich glaube, das wäre ein schöner Screenshot. So. Das muss sein fürs Thumbnail. Ja, ran da. Warte mal. Nein. Eins übersehen. Und ich hätte auch nach links oben schauen können. Wo ist das andere? Nee. Das habe ich dir nicht gut genug. Sieht man doch gar nichts mehr. Hey, looks like that cleaned up just fine. Gotta say, I didn't expect you to literally paint the town red. Oh, ja, das war ich auch nicht. While you're out there, was? Could you check on the broadcast antennas? Tommy said something is messing up the grav ball reception inside. Sag mal. Das ist hier der Space Hausmeister Simulator oder wie? Will ich eigentlich LKW fahren? Ihr seid's Kollegen, ey. 0,1 Kilometer, komme ich da so hin? Ja, langsam. Das sind... okay. Ja, ja. Komm, mach das weg. Ist klar. Und weil man die Dinger ja auch im Weltall braucht, ne? Got all the cones down? Don't know who could have done that. Anyway, only thing left to do now is go talk to Rosso. He really took care of the whole gang last night. I'd visit him myself, but I need to head north and pick up my long haul. Ja. Tell me a solid, check up on him, will ya? Jo, wie ist denn? Mensch, muss eine wilde Party gewesen sein. Von der wir ja so viel mitbekommen haben. So. Ich muss jetzt mal aufchargen hier. Okay, Rosso ist 1,9 Kilometer nach da unten. Dann schauen wir mal, was da unten für die Party abgeht. Kann ich da einfach runterfliegen? Ja, also mein... Ach, da haben wir die Anzeige. Wie viel EMP wir da kriegen. Ach, da oben ist das.
Hä, hey, aber das ist doch so eine Gewichtskontrollstation. Hey, LJ, you feeling better? Stuff got pretty crazy last night. Red Eddie giving you the runaround, huh? That's just like him. Especially before he leaves town on a long haul. You know, he was the one who got drunk and decided to step outside, right? Yeah. Didn't think he meant a literal spacewalk, but thankfully we got him in before he hurt himself. Yeah, nicht ganz. No harm, no foul. Oh, and don't worry about the tab. I'll send Red the invoice. I gotta get back to work. See you around, LJ. Was ist? Hey, Lucky. Sorry, I was kind of leaning on the mailbox while you were talking to Rosso. He's right, though. Red always does this. Whenever there's trouble, his solution is always getting the hell out of town on the long haul. Still, thanks for cleaning up after him. I appreciate it. Gut, wissen wir das auch. Also, unser Ziel bleibt das gleiche. Wir werden hier einen Auftrag holen und... Leergewicht trifft Dusty Beer in Free Kings. Da haben wir jetzt schon den nächsten Auftrag. Und dann sollte man halt irgendwie nach Shatterstone kommen. Free Kings, Leergewicht. Was kriegen wir eigentlich da Schönes? Lass mal kurz schauen. Aufträge. Was ist das? Ne, das war Darkseid. Das war das mit dem Pyrit und halt einfach nur Leergewicht. Mit Grün. Convoy. Das war das nächste. Der nächste Auftrag. Und dann haben wir hier einen Nebenjob. Das gleiche hier auch mit Geistergold, wenn wir die beiden fertig haben. Also na, das ist Nebenjob, Nebenjob. Verbesserung. Und da oben bei Barrow wird man auch noch nach zwei Aufträgen was kriegen. Also wenn es 1, 2, 3, 4, 5. Und da oben nur die 2. Hm. Aber ich möchte trotzdem ganz nach da oben. So ungefähr werden wir das dann machen in der nächsten Episode. Hat Spaß gemacht, ist ein bisschen ausgeartet. Zumindest bei unseren Kollegen hier. Und wir durften es aber machen. Aber ich freue mich schon auf die neuen Welten. Es ist halt echt geil. So wie das hier. Hammer. Das bringt heute ein bisschen die Abwechslung mit rein. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt und verfahrt euch nicht. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.